Der SC Preußen Münster hat einen neuen Trainer. Marco Anwerpen, 46 Jahre. Früher, da hat er da vorne gespielt auf dem Spielfeld. Dreimal für Preußen Münster als Profi. Jetzt ist er Trainer. Marco Anwerpen, mit welcher Erwartung kommen Sie nach Münster? Ja, ich glaube, wir übernehmen jetzt hier die Mannschaft, die, glaube ich, in einer schwierigen Situation ist. Haben nur eine kurze Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten auf das nächste Spiel. Sind aber sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir das bis Samstag auch auf einen guten Weg bekommen. Ist das so ein bisschen so ein Lebenstraum, mal bei dem Verein auch Trainer zu sein, bei dem man noch gespielt hat? Ich glaube, das ist eine schöne Randnotiz, dass es so ist. Also ich finde Preußen Münster immer noch eine tolle Adresse in Deutschland. Ist immer noch eine Marke, ein guter Verein. Und dementsprechend ist man natürlich dann auch stolz, wenn man diese Herausforderung hier annehmen darf. Aber es ist schon ein ungewöhnlicher Wechsel. Regionalliga-Tabellenführer, letztes Jahr Regionalliga-Meister, fast den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Dann sehr zügig und spontan den Verein Viktoria Köln zu verlassen und dann in Münster beim abstiegsgefährdeten Club anzuheuern, oder? Ja, aber man sollte sich, glaube ich, nicht kleiner machen, als man ist. Ich glaube, der Verein ist in der dritten Liga. Wie gesagt, ist momentan in einer schwierigen Situation. Und wir versuchen das jetzt wieder in die richtige Richtung zu bringen. Aber ich glaube, dieses immer kleiner machen, da sollte man, glaube ich, mal von wegkommen. Also ich glaube, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Verein. Und ja, wir freuen uns wirklich darauf, dass wir das hier übernehmen dürfen. Wie lange wird so die Schonfrist sein in Köln, dass man nicht ins Stadion geht zu Viktoria oder bis sich so solche Sachen wieder korrigiert haben? Weil irgendwie ein bisschen Negatives bleibt ja dann auch hängen wahrscheinlich bei so einem Wechsel. Ja, also ich habe mich in den letzten Tagen bewusst auch zurückgenommen, um wirklich die Emotionen da mal runterzufahren. Ich kenne die handelnden Personen und weiß, wie sie agieren und bin da aber auch überhaupt nicht nachtragend. Also ich glaube, im Vorfeld sind die Dinge vernünftig kommuniziert worden. Das wissen auch meine ehemaligen Vorgesetzten und ich glaube, ich gehe da trotzdem mit einem guten Gefühl und wir können uns, glaube ich, auch noch in die Augen schauen. Gucken wir mal nach vorne. Am Samstag wollen die Preußen unbedingt gegen Erfurt das Schlusslicht der Liga spielen. Ein Spiel, das wahrscheinlich wertvoller ist als nur 3 Punkte. Was wissen Sie von der Mannschaft, von den Preußen und wie gehen Sie an die Sache ran? Ja gut, ich glaube, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist es ja immer so, dass im Vorfeld irgendwelche Dinge nicht gestimmt haben, dass zu wenig Punkte eingefahren worden sind und dass wir jetzt einfach gefordert sind, halt auch den Hebel umzulegen, in eine richtige Richtung zu lenken, ein paar Punkte anzusprechen, wie wir letztendlich Fußball spielen möchten. Und wir versuchen jetzt halt zu sehen in den nächsten 3 Tagen, wie wir das halt in die Mannschaft implementieren können, was wir an Informationen reinbekommen und welche Impulse wir setzen können. Kurtulus Öztürk ist der Co-Trainer, er kommt mit, er war auch mal ein Preußenspieler. Was bringt Kutte, wie er genannt wird, was bringt er ein in ein Trainerteam? Ja, Kutte ist für mich als Ansprechpartner erstmal schon mal sehr, sehr wichtig. Kann sehr, sehr gut auch auf die Spiele eingehen, hat da selber hier auch gespielt, kennt auch das Umfeld. Wir arbeiten jetzt seit Sommer zusammen, machen das jetzt, nachdem wir uns eingearbeitet haben, zusammen sehr, sehr gut und ja, er weiß, wie ich ticke und von daher ist es schon ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Ja, dann kann man nur sagen, viel Spaß. Vertrag läuft bis zum Sommer und wir haben gehört, im Aufstiegsfall verlängert er sich, oder? Im Aufstiegsfall? Ja, ich glaube, da sind wir jetzt aktuell noch nicht. Also wie gesagt, wir machen es eigentlich immer so, wir bereiten uns auf das nächste Spiel vor und das ist jetzt Erfurt und danach ist, glaube ich, das nächste Spiel irgendwann im Januar und da werden wir uns dann auch akribisch drauf vorbereiten. Ja, dann viel Spaß in Münster und Erfolg. Vielen Dank.